Hallo Modellbaufreunde, hier ist wieder euer Chris und ich begrüße euch wieder mal ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Und was machen wir heute? Genau, heute geht es um die Karosserie. Endlich ist es soweit. Ich freue mich schon, endlich die Karosserie fertig zu machen. Dann ist der Wagen nämlich komplett fertig. Und bevor ich anfange, erstmal ein großes Lob an die ganzen neuen Mitglieder im Forum. Danke, danke, danke. Das Forum wird echt immer größer. Wir sind schon so viele Leute. Das finde ich einfach super von euch. Und natürlich ein großes Lob an die Moderatoren. Macht weiter so. Mein nächstes Projekt ist schon bald im Gange, was ich da im Forum wieder mache. Und zwar das mit den Fotos. Das ist schon ganz gut, ne? Aber es wird noch besser. Aber ich will meinen Mund jetzt wieder nicht fusselig reden. Jetzt kommen wir zur Sache mit der Karosserie. So Leute, hier ist er. Das ist die Karosserie. Die ist ja von Turnigy, wisst ihr ja schon. Und ja, die muss ich lackieren. Allerdings habe ich noch gar keine Ahnung, in welchem Style ich die mache. Aber ich werde sie nicht so aufwendig machen wie bei der Pro-Line. Ne? Werde ich nicht machen. Ich werde was Schönes machen. Ein bisschen schlicht, aber auch schick. Ne? Und hier diese Gitter hier oder diese Röhren oder diese Verbindungsstücke, wie ihr das auch nennen mögt, die werde ich auch wieder in Silber machen. Ne? Das heißt, ich muss das hier alles wieder abkleben. Das dauert. Na, es dauert auf jeden Fall. Aber es macht Spaß, wie immer. Wie immer lohnt sich das ja auch am Ende. Ne? Vor allen Dingen, das ist natürlich zeitaufwendig. Ne? Aber insgesamt lohnt sich das, weil wenn ihr das den Wagen dann oder die Karosserie dann im Schrank stehen habt, ne, müsst ihr mir immer vorstellen, das habt ihr ja selber gemacht. Ne? Und sowas Schönes gibt es nicht zu kaufen. Also natürlich gibt es Karosserien zu kaufen, aber sowas Schönes, selber gemachtes, ne, gibt es doch nicht zu kaufen, oder? Ihr wisst, was ich meine. Also es ist ja halt immer ein Unikat und ein Unikat ist halt nur einmal da. Ne? Und das kann man halt nur, wenn ihr es verkauft, so wie ich auch schon einige Karosserien verkauft habe, die sind dann weg. Ne? Die sind dann weg und dann habe ich das nicht mehr. Aber ich kann mir eine neue lackieren. Ne? Und dann würde die vielleicht, finde ich, eine extrem geil fand. Ne? Zum Beispiel, ich zeige euch mal eine hier. Die hier, ne? Ein bisschen staubig. Das ist der BMW i30, na, M3. Puh. Mann, ist der staubig. Ja, den habe ich ja auch selber gemacht und lackiert. Und das war richtig viel Arbeit. Richtig viel. Ich habe ungefähr 10 Tage nonstop dran gesessen. Na. Das ist natürlich ein schönes Ding. Ich habe hier noch mehr Karosserien. Können wir auch mal wieder drüber reden. Aber jetzt geht es um die hier. Jetzt geht es darum, und zwar, welche Farben soll ich denn nehmen? Also ich habe schon mal geguckt, was ich noch hier stehen habe. Weil ich habe ja auch einige aufgebraucht. Ein paar habe ich verkauft, weil ich habe zu viele gehabt. Ich zeige nochmal, was ich hier habe. Tamiya Gelb. Das ist Skyblau von LRP. Das ist Impedanzblau. Das ist fast das gleiche, also von der Farbe her fast das gleiche, bloß dass das hier mit Glitzereffekt ist. Dann habe ich einmal Metallic Blau. Das ist Hellblau, so Schlumpfblau. Das ist PS55, das kann man zum Beispiel dafür benutzen, wenn ihr die Karosserie von außen, also nur das hier lackiert ihr von außen, nicht auf die Scheiben, das ist wichtig, nicht auf die Scheiben, nur von außen, dann habt ihr einen Matt-Effekt. Sieht nett aus, ist ein schöner Effekt, kann man benutzen. Dann haben wir hier PS1, das ist ganz normales Weiß. TS13, das ist Klarlack. Das ist so im Bundeswehr-Style, ne? Oliv. Hier haben wir nochmal Standard-Schwarz.
Einmal Neonorange, einmal Metallic Lila. Das ist Magenta, müsste das sein. Genau, das ist aber eine Eiskolorfarbe. Das heißt, wenn ich die jetzt auftragen würde, in mehreren dünnen Schichten, ja, wie man das immer so macht bei Lexan, ne? Ja, dann würdet ihr so, wenn ich das jetzt damit einsprühen würde, würde es dann so aussehen, dass ihr so eine durchsichtige Plastikgeschicht von diesem Zeug habt. Das heißt, ihr könnt trotzdem noch durchgucken, aber es ist halt in der Farbe. Das ist Perlmattweiß, das ist auch ganz nett. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn ihr, also wenn ich das jetzt drauf machen würde, dann würde das alles glitzern. Wenn ich dann mit Schwarz lackieren würde, dann würde es so wie Graphit, so mit Glitzer aussehen, also Schwarz-Graphit. Das ist auch nochmal Standard-Schwarz. Das ist Silber. Silber brauchen wir heute auch. Das ist Weiß. Rot. Oder, da ist nicht mehr so viel drin. Das ist Tamiya-Rot, Metallic. Übrigens im Forum war jemand, der hat auch eine Karosserie lackiert in Rot-Metallic. Na, empfehle ich euch, wenn ihr dieses Rot, es gibt auch noch ein anderes Rot-Metallic, aber wenn ihr dieses PS15 habt und danach mit Matt-Effekt drauf macht, dann sieht das richtig nice aus. Na, dann wird das nämlich so dunkelrot, weinrot und dann sieht das so richtig matt geil aus. Ja, und dann haben wir hier nochmal Eiskolor in Rot. Na. Ja, die Farben habe ich jetzt bis jetzt noch hier. Wenn mir irgendwas fehlt, dann werde ich noch eine nachkaufen. Aber ich denke mal, ich werde mich einigen, die Karosserie vielleicht. Ich weiß nicht, es gibt von Associated so ein Shortcross. Vielleicht mache ich so in dem Style. Ne? Ich könnte auch ein Losi machen. Ne? Da brauche ich ja nur die Farben für. Ne? Brauche ich ja nur die drei Farben für. Und in diesen Losi-Style zu machen. Aber ist mir zu einfach. Ne? Dann bin ich ja ganz schnell fertig. Deswegen mache ich vielleicht in Associated. Der ist ja so blau. Ne? So hellblau, blau. Und dann mit Rot, Weiß. Und vielleicht noch mit was mit Schwarz. Vielleicht die Farben. Ne? Vielleicht mal ganz anders. Ja, ich fange schon mal an mit Abkleben. Mit Ausschneiden und. Ja, ich werde euch wie immer auf dem Laufenden halten. Ich werde euch dazwischen Bilder und Videos. Ich mache das einfach so wie immer. Ja. Ich brauche gar nicht reden. Ja, würde ich sagen, bis gleich. Also Freunde, ich habe mich entschieden. Ich werde den im Associated Style machen. Und zwar wie den SC8. Ja, in dem Style werde ich den machen. Den gibt es ja auch als klein. Aber ich meine, als 1:10er will ich den gern machen. Und ja, fangen wir mal an. Erstmal grob alles auszuschneiden. Die Reststücke, wie gesagt, sage ich immer wieder, die kann man gut gebrauchen. Ja, also nicht wegschmeißen. Erstmal ganz grob ausschneiden. Ach ja, genau, das braucht ihr. Dann braucht ihr den Karosseriebohrer. Isoband, ne? Nehme ich immer zum Abkleben. Ist super, es gibt auch welches von Tamiya oder von Rivel. Also abschneiden ist gut, ne? Dran schneiden kann man nämlich nicht.
Also meine lieben Freunde, ich bin fertig und ich bin auch ein bisschen erschöpft. Das heißt jetzt nicht, dass es so schlimm war, aber es war wirklich, wirklich sehr, sehr viel zu tun. Ich bin das ja eigentlich gewohnt von den ganzen anderen Karosserien, von den Driftern und so. Ich zeige mal die andere Karosserie, also eine von den anderen. Bei der hier zum Beispiel, ne? Das ist ja der Alfa Romeo und da war auch viel zu tun. Ne? Da war auch sehr viel zu tun, aber das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her mit den Mustern und so. Die Karosserie jetzt vom Shardcast, die war zwar nicht so aufwendig, aber die hat echt viel Zeit gefressen. So, ich hole das Ding jetzt her. Ne? Der ganze Shardcast von Turnigy, ne, ist jetzt fertig, komplett. Das heißt, der Bausatz ist abgeschlossen. Und ja, ich zeig's euch mal. Das ist er. Das ist der richtig geile, übertrieben geile Shardcast. Und ja, die Karosserie sieht so aus wie von dem Associated SC10. Ne? So sieht die aus. Das ist beabsichtigt von mir, das wollte ich so haben. Das ist nicht so extrem verrückt, sondern zum Racen perfekt gemacht, ne? Ein bisschen zum Bashen. Und der Turnigy Dekobogen, der ja dabei war, der war nämlich genauso in dem Stil, also dieses weiß-rote. Und dann dachte ich mir, perfekt, passt, ne? Macht Chris mal fertig und ja, sieht gut aus. Hat sich gelohnt. Ich zeige euch ganz kurz draußen, aber wirklich nur ganz kurz. Im nächsten Video werden wir damit fahren. Und ja, guckt mal kurz rein. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, Leute, das ist er, so soll es sein und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? Jetzt sieht er ein bisschen, sieht ein bisschen teurer aus, was er ja nicht ist. Jetzt gucken wir mal da kurz rein. Also für den ganzen Bausatz, also so wie der Wagen jetzt hier steht, habe ich ungefähr jetzt, also lass mal ausrechnen, der Bausatz. Dann die Combo, die Farben, sind wir ungefähr bei 3 Fuchs, ne? So 350, also 350 Euro mit der Funke. Ja, so sieht es von innen aus, ne? Kann man sehen. Und der Rundbogen hier von dem roten, der war ziemlich schwierig zu machen. Als allererstes habe ich hier diese Gitter oder was das sind, ne? Gemacht. Nicht schlecht. Ich brauchte auch kein Tönlack diesmal benutzen, weil die Scheiben an sich schon ziemlich klein sind und wenn ich die da noch töne, dann erkennt man die kaum. Aber ich denke, das reicht. Na? Hier ist die Combo, da ist der Akku. Alles funktioniert einwandfrei. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall sogar. Und im nächsten Video werden wir damit, ja, werden wir damit schön Gas geben. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst ganz genau, dann könnt ihr mich in meinem Forum besuchen unter www.rc-chris.com oder auf Instagram. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Ciao.